Und damit herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim abgekämpften Clan True Warriors. Ah, ich muss wirklich sagen, der zweite Clan hier schafft mich ein bisschen, denn hier ist nach wie vor wirklich viel los und es bildet sich schon so ein kleiner Stamm hier, muss ich sagen. Also es gibt leider einige, die schon vor dem CK, ich schaue mal in mein Team, hier rausgegangen sind, vor allen Dingen im unteren Bereich. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schade, weil hier ist es jetzt nicht wirklich schwer, Sterne zu holen, aber was willst du machen? Das werden wir schon irgendwie kompensieren. Ich hoffe, dass die anderen noch angreifen. Ansonsten haben wir hier nämlich schon, bin gerade ein bisschen außer Atem, weil ich hier so hochgeflitzt bin vom Donnerbengel 2. Dem muss ich nämlich ein bisschen in den Hintern treten, dass der seine CK-Angriffe macht. Und aber er hat sie auch, glaube ich, ganz gut gemacht. Und aber wir gucken einfach mal rein. Ah, halt, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte hier unten hin. Ich bin echt, ich bin so überwältigt vom Tag. Aber dazu komme ich gleich einfach mal. Der Donner ist ja einer meiner Söhne und hat noch einen kleinen Account. Und ich hatte ihm gesagt, er möge bitte diesen hier als erstes machen und danach die 26, weil wir so ein bisschen aufteilen müssen hier. Denn wir müssen im unteren Bereich stark kompensieren. Ich hoffe, das gelingt uns auch noch, aber die Truppenwahl war hier von uns beiden gewählt, auch was in der Clanburg letztendlich war, also von ihm. Weil ich in etwa wusste, ah, der Gegner hat sicherlich Valkyren da drin bei den kleinen Gegnern hier. Und ja, Loon und ein paar Lakis machen es dann, gar keine Frage. Aber um nochmal auf den heutigen Tag zurückzukommen, herzlichen Dank für die Unterstützung hier in meinem Channel. Ich weiß, sie kommt von extern, aber sie kommt auch nicht ganz unbewusst von extern. Ich will da ganz transparent bleiben. Ich hoffe, der Sky ist da mit mir. Er hatte mich nämlich vorher gefragt, ob er mich in sein Video bringt. Und dem hatte ich zugestimmt. Also alles wirklich, muss ich sagen, super gelaufen unter erwachsenen Menschen. Und denn nicht jeder ist damit einverstanden, dass er, dass irgendwas von ihm in irgendeinem Video gezeigt wird. Und von daher muss ich sagen, wusste ich, dass dieses Video kommt. War damit natürlich auch einverstanden. Und finde das wirklich gut, eure Resonanzen hier. Also wirklich, wirklich krass. Das geht aber nicht an euch, sondern das geht an die gesamte Community mal. Dass hier bei clashofclans.de echt zueinander gehalten wird, miteinander gehalten wird und dass wir hier zusammen so einen Spaß haben. Und ich habe hier so einen Spaß gehabt heute tagsüber. Ich hatte wirklich, wirklich wenig Zeit. Ich war auch kurz einmal beim Sky im Stream drin, konnte nur sagen, Tag, Mittag musste wieder weg, Projekt. Und mir das Ganze leider nicht anschauen konnte, jetzt erst in der Wiederholung. Aber dennoch, was hier jetzt gelaufen ist in diesem zweiten Clan hier, phänomenal. Phänomenal, ehrlich. Auch wenn hier einige jetzt schon gegangen sind. Aber die, die hier sind und uns hier so ein bisschen die Treue halten, uns oder sich die Treue halten, ganz klasse Sache, wirklich. Also ich bin auch da ein bisschen sprachlos. Und freue mich wirklich, ihr seht das hier selber, ich bin nicht mal eine Minute weg, 7 Sachen schon wieder gepostet hier. Und ja, ich muss es einfach mal so sagen, es entwickelt sich so ein bisschen so ein Stamm hier raus, wo ich das Gefühl habe, ja, das werden Warrior. Ja, so muss ich mal sagen, denn einige sind hier ganz, ganz verbissen und üben hier, diskutieren hier, planen hier, machen hier. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist wirklich, es überwältigt mich so ein bisschen, denn ich hätte niemals damit gerechnet, dass das so klasse wird, auch wenn wir es sehr, sehr schwer haben hier in diesem ersten CK. Aber das ist der erste CK und da musst du durch. Und ich denke mal, wir oder dieser Clan hier regelt das ganz gut. Es war ein bisschen Chaos am Anfang. Wer macht eigentlich wen und
welches RH8 wird wo gemacht und welcher RH9 greift ein bisschen tiefer an, weil er noch nicht so stark ist. Aber das ist überhaupt kein Thema hier, denn nach wie vor, denke ich mal, steht bei uns der Spielspaß hier an allererster Stelle und nicht unbedingt dieses, wir müssen hier unbedingt gewinnen, ja, sondern es ist der Spielspaß. So muss ich sagen, das ist es eigentlich, was so einen Clan ausmacht. Spaß, ein bisschen, so wie das hier auch ist, schon wieder zwei Nachrichten, ja, ein bisschen reden und die Leute fragen hier, was soll ich machen, wie kann ich angreifen, welche Taktik soll ich nutzen. Ja, das ist doch wirklich spitze. Also nach wie vor, ich war hier heute nur ganz, ganz marginal drin. Das heißt also, da ich in einem Projekt eingebunden war, konnte ich ja nur ab und zu mal schauen, konnte mal zwei, drei Sätze tippeln, aber nicht wirklich viel. Und dann war hier schon wirklich viel. Da hätte ich auch viel zu sagen können, aber ich konnte es einfach nicht. Es ist einfach so, Leute, das müsst ihr mir und meinem Job auch ein bisschen Tribut zollen. Es geht nicht anders. Es ist einfach so, wenn ich irgendwo sitze mit Kunden am Tisch oder mit externen Dienstleistern und bin da am Programmieren, am Hacken oder am Machen, dann kann ich kein Clash of Clans spielen. Es ist einfach so. Ja, da kann ich mal in so einer kleinen Pause, die ich mal habe, oder in der Mittagspause, mal eben reinschauen, zwei, drei Sätze tippeln, mal sagen, Leute, alles cool. Mehr geht leider nicht. Tut mir leid. So ist das Arbeitsleben. Das werdet ihr jüngeren Zuschauer auch noch feststellen. Und dass man nicht den ganzen Tag Clash of Clans spielen kann, das kennt ihr sicherlich auch aus der Schule. Das kenne ich von meinen beiden. Die machen ihr Handy nämlich morgens um 8 Uhr aus und machen es dann mittags um 1 Uhr wieder an oder um 2 Uhr, weil sie es auch nicht dürfen. Und ja, deswegen, es hat mich hier echt wirklich begeistert hier an der Stelle. Wobei ich sagen muss, so ein bisschen, das ist ein Level 1 Clan, ja, das ist, einige haben das ja hier als Community Clan dargestellt, das ist es aber nicht, das ist kein Community Clan hier, der heute aufmacht und morgen wieder zu, sondern das ist ja schon ein Clan, der feste Ziele hat und deswegen braucht ihr euch auch nicht wundern, dass es manchmal Kommentare unter meinen Videos gibt, die lösche ich einfach, ja, wenn hier einer einen Tag in diesem Clan war, und eigentlich hier sehr aktiv war, gemacht und getan hat und nur weil er dann kein Ältester wird, hier den Clan verlässt und sagt, hier ist alles scheiße, dann, ja, weiß ich nicht. Seht das mal selber ein. Ein Ältester bringt euch hier nur, dass ihr Member kicken könnt, mehr nicht. Ja, und das bringt euch auch nicht weiter, also bleibt hier einfach ein bisschen geschmeidig. Lasst euch durch den Clan hier durchsaugen, lasst euch durchsogen. Und dann werden wir schon eine relativ vernünftige Truppe und wir wissen schon ganz genau, wer hier, sage ich mal, so ein bisschen die Fäden in der Hand hält, auch außerhalb dessen, was wir mal da sind. Also das fand ich auch sehr klasse, denn oftmals war ja die Nachricht oder die Meldung da, Toto, 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 aber ich kann es halt nicht anders, ihr habt es ja gehört. Und dann haben hier andere so ein bisschen die Fäden gezogen, die schon zum Ältesten gemacht wurden vom Ragnar relativ frühzeitig oder von anderen Vizes scheinbar relativ bewusst, aber das war auch cool, muss ich sagen, denn genau die Leute haben hier so ein bisschen die Fäden in der Hand gezogen, haben hier dann auch den einen oder anderen abgelehnt, auch das gehört dazu und das fand ich richtig, auch nochmal richtig gut, dass hier so ein bisschen so ein bisschen die Initiative ergriffen wurde, ja. Hier ist keiner, hier schreit einer nach einem Vize, ist halt nur ein Ältester da und der hat sogar ein bisschen Erfahrung, bringt sich hier ein und kann zumindest bei den ganzen Sachen hierzu etwas beitragen. Ja, und dann lässt du den auch gewalten. Das ist einfach so. Was willst du machen? Also ich muss sagen, ich war heute Abend sehr, sehr froh, dass es so genau diese Leute gab, die hier so ein bisschen den Clan innerhalb des Tages auf der Fahne gehalten haben und ja, wir können nicht 24 Stunden parat sein hier für euch, auch wenn ihr es könnt, ihr seid ja zu unterschiedlichen Zeiten da, der eine hat Schule aus da, der andere Lehre aus da, der andere arbeitet halt nur bis 4:30 und wenn ich bis 5 arbeite und dann noch meinen ersten Klankrieg, so schreibe ich es ja immer, mein erster Clankrieg freitags, nachmittags ist immer auf der A2, ja, gegen die ganzen Autos ankämpfen.
dass ich irgendwie nach Hause komme, da ich, ja, das ist einfach so voll, diese Autobahn, kann man nicht einfach sagen. Sie ist aber nicht staubig, das ist ganz gut. Man kann also fahren, aber es ist halt so voll und ich kann nicht immer 200 durchblasen oder 220 oder 240, was meine Karre dann auch hergibt, sondern muss dann halt auch so ein bisschen im Fluss fahren und war echt froh. Ja, ich war einfach glücklich, dass hier die Leute so ein bisschen an der Stange gehalten wurden, dass hier ein bisschen gekämpft wurde und irgendwie wollten alle heute die 8 machen und ich habe gesagt, ah, Leute, die 8, das ist doch ein RH8, da lasse erstmal 8 daran. Ja, aber so ein bisschen waren wir dann ja auch schon auf der Schiene. 3 Sterne, sichere 3 Sterne. Und wenn so einer wie der Hampi COC das hier machen kann, umso besser. Ja, also alles cool hier. Hat auch überhaupt keiner was zu gesagt, denn das ist ja doch schon eine Maxed Out RH8 Base. Da kann sich auch ein 8er mal schwer tun. Auch ich habe heute Abend nur 1 Stern geholt. Bisschen dumm gelaufen, meine Hocks doof geritten, blöder Heil. Zu viele Fallen, zu viele Bomben. Und da macht er das hier schon mit seinem gerade so mal relativ noch frischen RH9. Richtig gut. Hat aber auch die Hocks. Boah. Die lohnt schon auf 6. Und das ist schon ein kleiner Vorteil, finde ich. Drachen hier natürlich sehr stark, Queen mit Heilung, das ist auch eine Kombi, die sehe ich auch sehr selten. Ich habe sie selber mal angewandt, so eine 10er, 12er, 15er Queen, ein bisschen in Heilung gehalten, 1, 2 Lars weggemacht, wenn es auch nur Bogenschützentürme waren oder vielleicht nur die Clanburg und damit Drachen oder Lungs gekommen. Das kann man echt machen, das ist super, gute Idee hier. Ja, also hier passt eigentlich alles, auch das ganze Gefühl hier, ihr seht schon wieder, kannst du erwähnen, schon wieder 8 neue Nachrichten. Ja, der Jake fordert hier Hund, Skeletonzauber, Level egal und der Destroyer hier plant schon wieder für seinen nächsten Angriff, also wirklich alles gut. Ich bin richtig gut zufrieden, auch wenn es gar nicht so gut läuft. Ja, ich will gar nicht mal sagen, gar nicht. Ich hoffe, dass die Unteren hier noch angreifen. Wir werden es von hier oben aus kompensieren können. Das ist überhaupt keine Frage. Ihr seht es hier, haben alle schon ihre 6 Sterne geholt. Und hier gibt es noch etliche offene. Nach oben hin haben wir auch noch alles offen. Da warten wir sicherlich sehr, sehr lange. Aber es ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Ich freue mich da total drüber. Ich war heute, wie gesagt, über diese Videoaktion vom Sky sprachlos überwältigt. Stolz und bin auch stolz auf diesen Clan hier, denn für den ersten Clankrieg hier, da erwarte ich überhaupt nicht viel, aber die Erwartungen sind schon total übertroffen worden und ich freue mich auf jeden Fall auf die 2. Folge. Heute Spätnachmittag und ihr wisst, heute Abend kommt noch mein Stream mit euch, da will ich ein paar Stunden mit euch clashen, tratschen, Dorfbesuche, alles rund um Clash of Clans. Und da freue ich mich auch schon drauf. Ich bin jetzt schon vorbereitet auf euch, auf einige sowieso, mit denen ich ja hier ein Bierchen trinken muss und nicht nur meinen komischen Blutorangendrink. Und ich würde sagen, bis heute spät Nachmittag und ich hoffe bis heute Abend. Euer Toto Clash. Bye bye.